Ja, willkommen hier zum Baumentor-Kanal und heute zeigen wir euch einen Zoogurt-Knoten, also so kenne ich ihn jedenfalls. Und ich habe ihn hier schon mal rangemacht, wozu er eigentlich gut sein kann. Man kann ganze Sträucher zusammenbinden. Ja, das kann der Grund sein, weil die halt auseinanderfallen, wenn sie zu nass werden. Das kann der Grund sein, wenn ich jetzt Material transportieren will und die hängen runter, dann binde ich die zum Beispiel so mal hoch. Und das ist aber nicht die einzige Anwendung. Eine andere Anwendung wäre zum Beispiel, um Material zusammenzuhalten, was man zum Beispiel transportieren möchte. Und das zeige ich euch jetzt nochmal anhand von einem Reisighaufen, der sich beim Beschneiden meines Pfirsichbaums angesammelt hat. Und den, da könnt ihr auch die Prinzipien und die Funktionsweise von diesen Knoten näher kennenlernen. Die Vorbereitung ist relativ simpel. Ich muss ein einfaches Seil doppelt legen. Ich brauche diese Schlaufe hier. Da mache ich quasi so eine Schlaufenkonstrukt rein, also es ist quasi wie ein Sackstich, nur mit der Verstärkung, dass hier jetzt diese Schlaufe nochmal sich würgend verengt. So, und was ich machen muss, ich muss eine Hälfte hier reinmachen und die andere Hälfte von dem Seil von der anderen Seite, und dann kann ich die hier so zusammenziehen. Gleichzeitig ziehe ich den hier ran und jetzt ziehe ich im Grunde genommen alles, was hier zwischen ist, durch einfaches Auseinanderziehen, ziehe ich zusammen. Und dann klemmt das alles, was dazwischen ist, so ein, dass es nicht wegrutscht. Das heißt, wenn ich es einmal straff habe, passiert hier nichts mehr. Ja. Und das zeige ich euch jetzt mal anhand eines Reisigbündels, wie gut das funktioniert. Prinzip ist klar. Zwei gleichmäßige Teile, links und rechts, und eine Schlaufe, die hier liegt. Ich lege es hier alles schön hin. Ihr seht, wenn wir jetzt so einen Haufen haben, dann ist es halt relativ schwierig, den hier irgendwie abzutransportieren. Meistens rennt man dann mit ein, zwei kleinen Ästen durch die Gegend. Aber das geht auch anders. So, wir holen uns hier das Ende vor. Machen jetzt den beschriebenen Move. Eine Hälfte von hier rein, die andere Hälfte von der anderen Seite rein. Oh, und das waren schon die Vorbereitungen. So, jetzt müssen wir den nur ein bisschen zusammendrücken. Und das Schöne an den Knoten ist, da wo ich loslasse, ist der absolut straff. Ja. So, und schon habe ich hier mein Bündel, was ich dann einfach transportieren kann. Und wie gesagt, der geht jetzt auch nicht auf, wenn ich das nicht möchte. Der hält. Das kann man noch eine Weile verdichten und wird das Bündel immer schlanker.
kurze Erklärung. Im Grunde genommen ist es ja ganz einfach. Wir machen halt sowas wie einen Sackstich. Das heißt, das ist halt die Grundlage. Das Problem ist bloß, dass das hier, sobald hier zukommt oder hier, natürlich sich löst. Und die Problemlösung ist dann im Grunde genommen ganz einfach. Man nimmt diesen Teil, wo der durchrutscht, und macht zwei Schlaufen, die dann quasi dieses Gebilde machen. Und jetzt könnte man beide aus einer Richtung reinführen. Das geht auch in gewisser Weise. Und ich erkläre es mal hier so, weil dann wird es deutlich. Das Teil, ja, seht ihr das? Der wirkt quasi diesen Teil, wenn hier gezogen wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier durch Zug entsprechend an dem ganzen Konstrukt ziehe, wirkt er den hier zu und hält und beißt sich hier richtig fest. Ja, das Problem ist bloß, der hält schon besser als die Vorgängerversion. Der steht ja hier förmlich. Ne? Nur unter, ich kann ja mal zusammenziehen, dass man das ein bisschen sieht. Wenn ich jetzt hier, ist es auch relativ straff, aber ich kann den sehr leicht öffnen. Das heißt, wenn ich mit so einem Bündel jetzt unterwegs bin, dann kann das passieren, dass der dann sich von alleine losruckelt. Ne? Aber das passiert nicht, wenn ich einen von diesen nehme und von der anderen Seite durchführe. Ja, damit habe ich quasi wirklich einen astreinen Zugurt. So wäre es dann hier. Und dann haben wir unsere Schlaufe. Ja, und dieses Konstrukt ist so gemacht, dass es, wenn es zu ist, nur gelöst werden kann. Also ich kann das richtig festmachen. Und je nachdem Stöcke oder auch Seile damit einfach festmachen. Das löst sich nicht, ne? Das ist wirklich fest. Und nur indem ich jetzt hier zum Beispiel einen von diesen beiden Enden löse, kriege ich den auch wieder auf. Und das ist natürlich das Praktische daran. Also ich weiß es echt zu schätzen. Da wird ganz schnell mal halt irgendwie so ein, ja, hier vom Pavillon kann man ja auch so eine Sachen damit festmachen. Wenn der dann halt hier hinten, ich gehe mal kurz hin, dass man es mal demonstriert. Also wie gesagt, das ist für alles Mögliche, wo was rangebunden werden muss und auch festbleiben muss auf dem Hänger, wenn ich da irgendwelche Ladung habe, dann kann mir das sehr hilfreich sein, um das zu fixieren. Also das heißt, es würde jetzt zum Beispiel so aussehen, nehme den rum, zwei gleiche Teile nochmal, ne? Mache jetzt hier meine Würgeschlaufe, führe den einen hier lang und den anderen natürlich von der anderen Seite. Ja. Und jetzt ziehe ich mir den einfach schön fest und jetzt kann der Sturm kommen, das Ding bleibt einfach steif, richtig, das löst sich nicht. Ja, ist natürlich auch ein bisschen abhängig von dem Seil, wenn ihr jetzt ein sehr steifes Seil nehmt, was total rutschig ist, ja, dann funktioniert es halt nicht ganz so gut. Ihr könnt ja mal sagen, wo ihr solche Seile verwenden würdet, anstatt Surgut. Bin mal gespannt, in dem Sinne.